Sag das doch gleich. Dann mach ich halt mal einen Ton an. Was läuft's bei mir? Abwärts aber läuft. Hallo? Gerade zuletzt gesagt habe, heute lieben sie die Paletten aber. Das ist jetzt von der Aktion. Wow. ETF. Wird nicht repariert. Ich weiß nicht, da kommt mir irgendwie Arschlarm vor, der Typ. Braucht er nicht Schleidräge zum Down? Ich komm jetzt sofort hierher! Alter! Okay, das war jetzt smart. Das Semi? Ja, endlich! Komm her. Ja, perfekt, das ist mein Zombie-Bro. Hast du den Generator gerade noch schon killen? Ich weiß, da war gerade einer. Die hat ein bisschen die Palette verkackt gerade. Jo, komm. Mit der Zombie, erst mal wieder Zombie gebodyblockt hat. Okay. Ich wusste gar nicht, dass da eine Palette ist. So scheiße habe ich aufgepasst. Hallo. Wow. Hass. Also meine Zombie-Bros sind irgendwie nicht so geil, also... Darf mir die reißen irgendwie mehr. Die haben sie jetzt einen Gen fertig. Also mein scheiß Zombie steht neben dem Generator. Wieso hat er nichts gemacht?
Wow, jetzt habe ich zwischen beiden durchgeschlagen. Okay, wieso zur Hölle hat jetzt beides, weder die Palette noch sie getroffen? Wow. Wir haben eine neue Palette gefunden. Endlich wieder was zum Kaputtklopfen. Destruction 100. Zombie-Attack, okay. Also der war schon auf jeden Fall nicht. Oh. Hallo. Ach, da ist er. Hallo. Ich spüre, dass er blau ist, nicht mehr schwarz. Jetzt hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Der ist komplett platt. Der ist auch komplett platt. Den haben sie jetzt gerade fertig gemacht. Komm her, lass dich infizieren. Alter, kann ich bitte noch schneller rennen? Alles klar. Ich habe ihn gehittet, der ist aufgeläutet, das hat irgendwas gebrockt. Ich dachte mir, dann bringt es die gleiche Scheiße nochmal, aber es war da tatsächlich ein bisschen schlauer. Ich glaube, die sind bei dem Gender ganz hinten. Oder auch nicht. Jetzt sind sie auch hier. Jetzt schwören können, die sind hier rein. Oh, hallo? Alter. Dann nehme ich die jetzt halt mit. Okay. LOL. Mein Zombie hat ihn gekillt. Jetzt sehe ich es gerade mit der Nautilus. Komm wieder hierher. Da ist ein neuer Haken.
Geht zumindest schon mal einen los. Ah, lol. Was für ein braver Zombie, jetzt geh raus, komm. Mich zu Bodyblock. Was für ein schöner Haken, hier nur für dich. Eine Zombie steht einfach nur dran und denkt sich, was in meinem Leben passiert. Bewegt sich einfach gar nicht. So, die ist jetzt auch komplett tot. Glaube ich. Müsste es das dritte Mal sein. Jo! Und da war's platzieren noch. Einer. Da hatte ich die halt noch gar nicht, aber. Einmal reicht ja. Oh, da ist sie ja. Hallo? Die habe ich auch noch nicht infected inzwischen. Noch nicht, also. Ja, Zombie, los. Ist sie. Hör auf, mir im Weg zu stehen. Mit Leute, die ich jagen muss. Haben wir es jetzt bald mit den ganzen Paletten? Dings, eine Shell habe ich ja mitgegeben. Auf wegzurennen, das bringt doch nichts. Zieh's halt ein. Alter. Die Mausbein hat's auf jeden Fall drauf, das muss man ja lassen. Die Palette doch vorhin kaputt machen sollen. Es ist echt ein Pain, gegen die zu spielen. Ist er raufgerannt? Ist er wohl wieder runter? Oder auch nicht? Alter. Ich frage mich, wie lange dieses Match wohl gehen wird. Schade. So gut, der war fertig, der da vorne noch nicht. Die Frage, zu welchem Gen sie gerannt ist. Ah, ich seh's. Ja, der gelb leuchtet. Nehmen wir jetzt mal den. Okay, jetzt ist die Preisfrage. Hat sie disconnected oder hat sie das Hatch gefunden? Leider nein. Was es geht, glaube ich. Also, ich hab's zumindest mit dem Stefan nicht hingekriegt, weil du kannst, musst es vorher nämlich sagen, ob du Killer spielst oder ob du als Hunter spielst. Aber sie arbeiten ja wohl angeblich an einem 2 vs. 8 Modus. Also kannst du mit 2 Killern gegen 8 Überlebende spielen.
So. Okay, jetzt nehme ich mal wieder die... Mein Main! Das war Husten. Der Nemesis läuft irgendwie so seltsam langsam. Nice, der Bot hat tatsächlich mal was richtig gemacht. Ich hab den scheiß Link sogar erkannt. Hauptsache zwei Bots, irgendeiner macht schon was. Ich bin so über ein Ü-Ei gefreut. Da ist auch keins drin. Da ist ein Ü-Ei. Alter. Wir haben fucking Paletten. Alter, da hocken halt zwei. Schon wieder. Wow. Ja, aber nur einer von beiden. Wow. Ernsthaft? Alter. Die ist einfach nur einen Ticken schneller als ich. Okay, fuck it. Komm jetzt neue Spielkameraden. Zum Beispiel sie hier. Sie hat eine Palette hingestellt. Oh nein.
Okay, sie haben Gen fertig. Wieder kein Überraschungsei. Jetzt wetten können, dass einer hängt. Ich weiß nicht, irgendwie läuft die Runde nicht so geil. Alter! Also die macht's richtig, also die hält mich jetzt auf jeden Fall davon ab und macht mich aggressiv. Wieder mein Totem kaputt gemacht, deswegen bin ich wahrscheinlich so weak ass. Jetzt wie sie in den Schrank gegangen ist. Der war schon mal nicht. Der auch nicht. Natürlich. Excuse me? Jetzt bitte da bleiben. Wow. Was? Okay, dann kann ich sie eben nicht.
Busche wieder. Wenn ich die krieg, die camp ich bis sie tot ist, ganz ehrlich. Die geht mir nur noch auf die Eier. Die ist so nervig. Ich lasse einfach mal flacken. Ja, endlich! Erstmal drei gedownt, das haben sie jetzt davon, dass sie so cocky sind. Lustig, es sind drei gedownt. Das könnte jetzt echt nur eine Arbeit ausarten. Oh, hier ist gerade noch irgendwer rumgekrabbelt. Bin ich jetzt. Ah, da! Komm sofort wieder von dem Loch da weg. Also vorne krabbelt der Nächste. Kriege ich langsam echt ein bisschen Zeitprobleme. Ja, wobei, wenn ich die jetzt an den Haken hänge. Leute, einer disconnected. Du kommst sofort daher. Das habt ihr jetzt davon. Soweit zum Thema, die führen mich an der Nase rum. Hab sie alle gekriegt. Das war jetzt sehr schön. Hattest du Spaß? Aber jetzt schreib, ich bin jetzt so nett, dann schreib mal GG. Will ja nicht so. Nicht so sein. LOL! Iridescent 1 und Iridescent 2. Das ist mit Bronze fertig gemacht. Alter. Gefick.
Drill of the Hunt. Pain Ren. Oh. Das freut mich, dass ich den jetzt gekriegt habe. Ah, okay, mehr Level schaffe ich wohl nicht. Service Damage bei Dark Shroud erflickte wurde Hemorrhage. Das ist gut. So, und statt dem Ding nämlich. Swipes and Thrashes of Black Pain. Geil, das macht's auch noch langsamer. Das ist immer schön. So, was habe ich bei den Perks noch? Nein, Basement spielt nicht. Das klingt gut. Kann ich mir die Profile halt nicht mehr angucken. Wichser. Ladebalken, 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 Sim. Ist U jetzt eigentlich mal geladen? Damit ich wieder auf den Tisch hauen kann, damit meine Uhr mir sagt, oh, anscheinend bist du gestürzt. Sind wir bald da? Gut, der war ja nicht weit weg.
Ich seh dich. Ich seh dich immer noch. Scheiße, Kulon. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Steht vor mir ein T-Bag mich. Surprise, Motherfucker. Surprise, Motherfucker. Komm her. Jetzt erst mal einen Haken. Runter in den Keller. Da, wo hinkirsch. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Gar keiner? Ernsthaft? Bin ich jetzt beschädigt oder nicht? Ja, hab ich. Wieder keine Überraschung, soll. Aber da draußen wohnt wer. Wer hat dich denn aus dem Keller gelassen? Boah, bist du cool. Du hast mir eine Palette vors Gesicht geworfen. Krasser Dude. Oh ne. Ich hab das blöde Ding-Geräusch gehört. Da ist er. Das ist ein weißer Haken, den brauche ich. Dann resette ich ein bisschen Generatoren. Das mache ich nämlich am liebsten. Einer. Ernsthaft.
Okay. Hätte es eigentlich definitiv treffen müssen. Ich kann mit meiner Handtasche leider nicht den Generator beschädigen. Muss ich erstmal an den Kleiderhaken hängen. Boah! Zu früh gedrückt. Wird nicht kalt. Steh, Monster. Ist neu. Gotcha, Bitch! Oh! Ein Damage Hook. Da ist auch einer. Kann mich nicht entscheiden. Gar nicht repariert. Das ist für ein Vogel.
immer schön konstant Druck aufbauen. Dann gibt sie das schon. Zwar immer noch keinen Blassen, wo die Typen sich verpisst haben, aber... Hier vielleicht. Man kann es ja mal probieren. Oh, hier was gefangen. Schon wieder. Got him. Oh, da wohnt ja wer. Ja, hallo? Was bist du denn für ein Schweinchen? Oh, war das knapp. Wolltest du mir die Palette auf den Kopf werfen? So läuft es nicht. Oder war das Schweinchen, um so wegzukommen? Boah, bist du cool! Schon, dass man die Meilen hier auf den Kopf schmeißen sollte, damit ich gestunt bin. Ich halt da nicht runter.
Ah, da oben läuft einer. Siehst doch, dass da jemand war. Jetzt bloß, wo die hin ist. Warum gehst du nicht rein? Oh, hallo? Das ist das kleine Ü-Ei. Du mich deine scheiß Taschenlampe interessiert. Komm nur her, dich fick ich auch noch. Got him! So, jetzt hängen wir dich erstmal irgendwo hin und dann suchen wir mal deine Freundin, die da irgendwo am Boden rumkrabbelt. Und dann bin ich den zumindest schon mal endgültig los. So. Jetzt suchen wir mal den kleinen Mehlwurm. War doch irgendwo hier. Die denn hin? Fährt die Treppen hoch? Oh, fuck! Die hat sich ja einfach weggeahlt. Was ist mit dir? Der hat auch keine Blutspuren am Boden. Ah, fuck! Kann doch nicht so weit gekommen sein. Also hier habe ich es irgendwo zurückgelassen. Irgendwo raus. Madcat? Was zur Hölle? Hätten es nie tun sollen. Wo ist die hin? Offiziell komplett fassungslos. Ich glaube, das Match würde so lange gehen, bis es einem von uns zu blöd wird. Oder wir uns doch Zufall doch begegnen. Hat die sich da irgendwie reingepackt oder irgendwie so? Ich fühle mich gerade wie so ein T-Rex. Ich erfasse nur Bewegungen.
ist die denn? Okay, sie ist einfach ausgeblutet. So geht's natürlich auch. Ah, krasser Scheiß. Muss ich ganz kurz schnell eine Sache tun. Im Stream Elements irgendwie viel besser funktioniert, schmeiße ich den Nightbot erstmal wieder raus, dann kann man Patrick zumindest schon mal nicht mehr tadeln. Ich so ein netter Mensch bin. So. Die waren zumindest mal auf meinen Rängen. Oder? Das müsste auch alles Bronze gewesen sein. Hier wieder was anderes, damit es nicht langweilig wird. Ich kann mal wieder Leute ankotzen, das wäre auch mal wieder nett. So, sonst bin ich wieder hoffnungslos fahren, sonst muss ich wieder ein Spiel gewinnen. Schauen wir noch mal. Kurz Holz in den Ofen.
Was ist in deiner blöden Wunderfunzel? Zwar von der Palette gestanden, aber sie, glaube ich, habe ich auch noch gekriegt. Jo! Komm her! Auf ins Hörnchengefängnis. Du gehst jetzt auch gleich mal an den Haken. Bei denen eigentlich von Film. Ich geh jetzt erstmal Kotze auffüllen, das kann ich gar nicht anbrechen. Ich meine, halt dann alle Seelenruhe den Gen gefinisht. Ich hab sie zu Tode gespien. Die bitte offen, alle sehen in Ruhe, die Generatoren fertig zu machen. Der Generator halt weg ist. Ja, aber da sollte ich mich hier eigentlich nicht auf den Chase einlassen, weil das kann ich nur verlieren. What? Den hat's mir jetzt zurückgepackt. Jetzt bei den anderen zwei nämlich vergessen. Immer daran denken, immer schön das Essen kotzen, bevor man es sich reinschiebt. Da flutscht es besser. Wow. Das habe ich so schön auf sie in ihre Richtung gebrochen, habe sie nicht erwischt. Hat die sich gerade selbst geplayt? Sie hat die Palette vor mich geworfen. Und vor sich eben auch. Ausgeholt habe ich aber.
Was? Aber hey, ich krieg immerhin auch Punkte, wenn ich die Paletten kaputt mache. Was ist das Ding mit deinem blauen Arni? Ich seh dich nicht, ja? Was ist mit denen? Okay, die sind wohl anscheinend fertig, oder? Wenn ich den Ausgangsschalter finde. Nee, das ist der blöde Brunnen. Mir ist echt wunderbar, dass sie es so schnell jetzt geschafft hätten. Da laufen sie doch. Artilleriebruch! Naja, ich glaube, die Runde geht an die. Also einen Kill habe ich, aber mehr auch nicht. Komm her. Gute Bitch. Einer rennt hier noch rum. Wahrscheinlich die ganze Zeit neben mir oder so. Alter, wieso hat das jetzt eigentlich nicht gezählt, dass ich die angebrochen habe? Außer hätte ich die mit einem Schlag downen können. Irgendwie nicht so geil. Lief's halt wirklich nicht. Wird sie echt warm hier drin. Komm, ich nehme mal den Kettensägen-Dude. Den kann ich bestimmt jetzt schon aufs nächste Level bringen. Vielleicht auch nicht. Egal.
Hm. Wird schon schief gehen. Achso, ich brauche noch. Ich brauche noch Daddys Schuhe. Ohne die geht's nicht. Was haben die denn? Komische Münze, Blueprint. Meine Uhr will mich doch verarschen, ich sage, ich habe ein Bewegungsziel erreicht, indem ich mit dem Stuhl so gemacht habe. Alles richtig gemacht. Wow! Also, dass es mit dem Drehen so gut geht, habe ich es nicht gerechnet. Okay. Lief jetzt nicht so geil. Wäre es gewesen, du hast mir die Karte gecharged. Okay, also. Er ist auf jeden Fall smarter als die Typen in den letzten Runden. Alter. Ich fick ihn noch. Verstehst du mich? Wow. Wow. Der läuft irgendwie zu rund, muss ich beheben. Hallo Billy. Messi, wo warst du mit deiner Wunderfunzel? What? Also das Ding ist absolut für Hunter der absolute Albtraum. Das ist einfach viel zu viel Hindernis.
What? 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 Hasse ihn. Ich hasse Steve. Hass. Wenn man die Maps nicht kennt. Alter, dieses blöde Sprint wegrennen ist echt fucking übertrieben. Alter, wie knapp. Das gibt's doch nicht. Dreckspanner, echt. Kommt, das ist ein Mate und blendet mich erstmal. Ich hasse sie beide. Das ist Steve und Steve. Gleichermaßen. Charge! So nervig. Kann er das bitte aufhören, alle das alle 30 Sekunden benutzen zu können? Das ist ja total OP. Ja, ich ignoriere den jetzt. Gib's euch jetzt ins Knie ficken. Ich hab keinen Bock mehr. Die nächste mit ihrer Dreckstaschenlampe. So nicht, Fräulein. Du bist nicht so geil wie deine Compadres. Deutlich mehr auf dem Kasten. Klar, den habe ich natürlich nicht gesehen. Natürlich ist es Steve. Steve ist mir egal. Diesmal hat es tatsächlich geschafft. Hat der jetzt genau was gebracht, mich anzuleuchten? Richtig, gar nichts. Alter, wieso? Boah, ich konnte mich gar nicht so schnell wegdrehen. Hä? Die jetzt hin? Das ist doch zum Kotzen, echt. Wow.
Also irgendwie ist der Charts für die Map und die Dudes irgendwie komplett useless. Natürlich. Also ich hatte auf jeden Fall schon mal bessere Runden in dem Spiel. Komischerweise, die eine komische Domain hat er jetzt nicht gefressen. Ich habe wegen diesen blöden Bots aber auch schon mal geguckt. Das ist ein bekanntes Problem momentan wohl bei YouTube. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Alter. Ernsthaft, das hat nicht getroffen. Wo sind die anderen jetzt hingeschneckt? Bin überhaupt gedownt. Wow. Alter, wieso treffe ich eigentlich alle außer ihn? Das ist so dumm. Kann er bitte aufhören, im Kreis um mich rumzulaufen, damit ich ihn nicht... Das gibt's nicht! Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Sie sind nicht hier. Also wieder zurück. Wow. Ja, so ungefähr stelle ich mir das auch vor. Der Techniker wurde informiert. Es ist einfach nichts passiert, weil die Linkfilterung hier einfach legit auch austricksen lässt. Die hat er sich heilen lassen. Alter, dieses Drecks-Sprinten. Alter, fick dich. Ich hab ihn noch gedownt. Kann ihn natürlich nicht mehr killen, weil er eine verdammte Pussy ist. Also der hat's mit dem im Kreis um Leute rumlaufen echt raus. Ich frage mich, wo die Tussi hin ist.
Ja, dieses ist so das blöde Hedge raus. Ein bisschen Bots reporten, das kann ich nämlich sehr gut. Wow, ist noch ein Bot, der Bots reportet. Das wäre cool. Das ist eigentlich Tentakelboy. Probier jetzt nochmal aus. Aber auch noch. Das ist. Der putzt hier immer schön die Zähne vorm Pferde dann. Mit dem Gebiss. Ich glaube, den Wichser hatte ich, glaube ich, gerade in dem Match schon. Ich kann ja dann auch noch eine mit der Vogeltussi spielen. Der wohl ein Secret? Oder nochmal Secret? It's free real estate. Mal das Fenster auf. Mein Rechner schafft es, den Raum unangenehm warm werden zu lassen. Der Topfen aus. Gut, Zomboy. Ich glaube, wir haben ihn auf jeden Fall einmal angeschlagen. Hat seinen Zweck erfüllt. Lol. Okay. Es gibt 850 Punkte, wenn ich mit diesem scheiß Tentakel treffe. Dein Scheißer. War ein bisschen zu früh. War auch ein bisschen zu früh.
Hallo! Hashtag ausgepeitscht. Boah, krasser Typ. Was war jetzt Ihr Plan? Was war jetzt Ihr Plan? Steht da dran und denkt einfach den scheiß Tentakel wie ein Boss. Läuft auch schon wieder viel zu rund. Da komm ich doch gerade erst her. Aber auf der Map ist der halt übelst scheiße, weil er halt so fucking riesig ist. Den siehst du halt über die ganze Karte. Ja, komm, wirf mir die Palette vors Gesicht. Alter, langweilt mich der Typ. Ja, endlich! Alter, er hat wieder eine Palette, ist ja cool. Ja, das ist wieder MC Hurensohn mit seiner Taschenlampe. Hängt einer. Die Runde läuft auch mal wieder irgendwie hochgradig beschissen. Wie scheiße die Zombies einfach sind. Der steht direkt neben dem Gen und hat es trotzdem nicht geschafft, den Typen irgendwie anzuhitten. Boah, krass, eine Palette und eine Taschenlampe.
Wie schnell, die haben jetzt die Dreckstür aufgemacht. Fick dich, der Drecks-Zombie, du bist komplett useless. Ja, also die Runde war... kompletter Abfall. Ich hätte auch gleich die Vogelbraut spielen sollen. Danke, dass ihr mir noch Punkte schenkt. Sehr freundlich. Did you have fun? Absolut gar nicht. So, auf zu Vogelbrot. Hilfe. Hier unter Customers gucken. Hey, das schaut besser aus. Dieses Tier eigentlich schon komplett blutverschmiert, obwohl es noch nicht mal losgegangen ist. Die jetzt auch wieder meine Totems fertig machen. Drei Stunden später.
Der Killer schlechthin ist eigentlich die Nurse, aber mit der komme ich überhaupt nicht klar. Ist dies doch? Schon mal down. Ist da jemand von Twitch? Der TTV Mary 1905. Alter. Ja, das Einzige, was glaube ich diese Vorgebrauch so übelst stark macht, ist halt die Map-Knowledge, die du halt mit der bekommst, weil die halt nahezu immer und überall ist. Hast du geguckt, ob die streamt? Okay, wieso kann ich den nicht damagen? Der ist fast fertig. Bitch. Das aber ein bisschen Generatoren beschädigen. Da läuft doch wer. Ja, hallo. Ja, hallo! Ja, das ist sie ja gar nicht. Schade. Jetzt mit den Paletten wieder weiter. Ja, das war jetzt sogar relativ smart, der Invade. War jetzt eher so semi-smart. Komplett out of position.
Ja, auch komplett out of position, das ist sie. Alter, das kann nicht sein. Ich habe sie gerade noch gehittet, dann hat sie fertig gehabt. Das wird sie büßen. Hallo! Gotcha. Die Haken bitte noch weiter von mir weg sein. Ja, furchtbar. Gönne nicht. Ich gönne nie. Niemanden. Snipe ich schon noch ein drittes Mal, glaub mir. Super, die Jensen ist erstmal für 80 Sekunden gesperrt. Oder waren 60? Bin mir nicht mehr sicher. Oh, schade. Come on! Dann snipe ich so. Oder snipe ich so einfach nicht. Lol, das hat nicht getroffen. Hin? Gusi? Ach da. Jetzt komm mit. Geh dann Jen fertig. Einfach mein Totem kaputt gemacht. Das fällt denen ein. Aber ich gönne nicht. BTF. Sie hat inzwischen draus gelernt, dass sie Leute snipen kann. Oh. Ist sie hier rein? Ich glaube, die hat mich gejuckt.
laufen mir halt direkt vors Gesicht. Oh. Schrotflinte und trotzdem nicht getroffen. Hat sich's ausgegönnt. Ach, come on. Das ist wieder Snipe. Oh nein. Sind die Gens fertig? Wirst du büßen. Jetzt hauen sie natürlich alle ab. Schade. Aber hey, die sind wenigstens okay, die schreiben sogar noch GG. Immerhin. Denkt sie wahrscheinlich aus, die wurde gestreamsniped. Das probiere ich jetzt mal. So, es wird jetzt aber die letzte Runde sein. Ja, das denke ich mir auch. Sie hat nicht GG geschrieben. Sie könnt nicht. Also, wie ich nach jeder Runde einfach das Fenster aufmachen muss, weil es einfach so scheiß warm hier drin ist. Ich wünsche, ich hätte einen normalen PC und keine 600 Watt Heizung.
Jetzt kommt's. Okay, alles klar, aber so viel Speicherplatz wie ich drin, aber sie nie haben. Niemals. Och, nicht die Karte. Die ist ja absolut scheiße für mich. Das ist eine richtige Abfallrunde noch zum Abschluss. Hey, da wohnt ja wer. Tja. Ist wohl in der Klemme, ha? Wow, ich aber auch. Alles klar? Überlebe halt 3 Hits. Alter. Aber jetzt habe ich die. Komm her. Find's mal gut, wie sie einfach immer hyper clean. Zeug fertig machen, die versucht es gerade mit einer Taschenlampe zu blenden. Riech ich auf den ersten Blick. Alter, da stehen halt einfach 2 von denen. Was ist mit denen? Okay, kann ich meine blöden Vögel halt nicht beschwören. Sie hat eine Palette runtergeschmissen. Habt ihr das gesehen? Alter, die gehen mir jetzt schon auf den Sack. Ja, dann soll sie es doch holen. Kämpfen wir jetzt halt auf 5 Quadratmetern in dieser Karte. Mein Totem kaputt gemacht. Alter, geil, das ist mal wieder ein Spamling. Hat ihn ausgetrickst. Hat das aber lang gedauert, bis er das Kraft hat. Eine scheiß Palette ins Gesicht. Noch die blöde Bitch. Wieder ein Totem von mir kaputt.
Das nervt. Den habe ich doch gerade repariert! Mann, die sind Gen oben oder was? Was war das? Alter, was für ein Glücksgriff! Komm die Treppe rauf, die rennt direkt in mich rein! Was ist denn hier schief? Hallo, gammeln sie rum. Wenn so, du siehst dir hier auf der rechten Seite, ich hab so Buffs. Und bei dem einen ist eine 3 dran. Und wenn der eben nicht alle Totems ab, sondern sind meine Fähigkeiten schwächer und ich mache nicht so viel Schaden. Mit meinen Vögeln. Das ist der ganze Background dahinter. Versucht man mal sein Möglichstes, dass die Dinger nämlich, dass die Teile ab sind. Nur, dass seine Freundin die Palette schon benutzt hat, ha? Huh? Nee, jetzt stinken an deiner Stelle. Mach dir aber mein Totem kaputt. Kann ich leider nicht zulassen. Na, was ist mit denen? Gib mir das! Die gammeln dann alle bei mir rum. Die ist einfach komplett rip. Orange. Muss ich trinken ein bisschen Pipi. Okay. Ihn einfach da bleiben. Ihrem Schicksal fügen. Rein in den Eisschrank. Das ist voll cool zum Abhängen. Jetzt bitte meine Vögel wieder. Hallo. Ich dachte, die hat die runtergeholt. Was ist die Foot jetzt? Machen die jetzt die Gen so oben? Die machen die oberen. Okay, vielleicht auch nicht. Die oberen haben sie ja schon alle.
Finden denn keiner die Gens? Und das nur die zwei? Das ist wieder ein Schweinchen. Ich finde es nur lustig, die Ling Mi habe ich noch kein einziges Mal gesehen. Aber ich habe da so eine Vermutung. Ach doch, die habe ich gesehen. Die hat nur diesen komischen Special-Popel-Skin-Dingens. So, Jensen alle gelockt. Gefunden. Scheiße. Die ist auch komplett tot. Oh, und da sind Fußspuren. So ein Zufall. Wollte mir da meinen Totem manipulieren? Hab ich gar nicht gern.
Da habe ich es jetzt wohl out of position gekriegt. Kommst du jetzt nicht mehr weg. So, GG. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so gut läuft. Das war jetzt auf jeden Fall sehr gut. Das war auch sehr balanciert, finde ich. So, gucken, vielleicht kann ich die gleich noch auf Stufe 20 skillen, aber dann ist echt Schluss. Es ist Viertel nach 10. So, ich glaube, Deerstalker habe ich schon, oder? Nein, Full of the Hand. Okay, hol ich mir das. Quick Ink Drawing, da da da. Hex Routing, Power on Home. Jeden Fall. Wenn ich 4 Sekunden stillstehe, bin ich unsichtbar. Das ist richtig böse. So. Geil. Ich hab's gleich nochmal bessere Version gekriegt. Offering, damit die Hooks näher beieinander sind. So, jetzt bin ich mal wieder blank. Schön war's. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Watchtime generieren. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.